Ich denke, wir haben ein gutes Spiel heute gemacht. Ich habe schon gewusst, wie schwer es ist, hier zu spielen gegen eine gute Mannschaft, gut organisierte Mannschaft, ein guter Fußballer. Ja, wir haben auch, sage ich, ein bisschen Glück, weil wir waren. Es war zur Führung, ja. Wir haben schon gewusst, hier das zweite Halbzeit will Kiel Druck machen wollen, ja. Letzte 30 Minuten ich habe mit 5 Verteidiger gespielt, ja, ist normal. Wir wollten diese 2-0, wir hatten noch in Kontra. Wir haben zwei dieser Möglichkeiten, die 3-0 zu machen. Aber wir haben nicht geschafft. Am Ende ja 2-1. Ich kann nur Komplimente auf meine Mannschaft. Für uns war es ganz wichtig, diese 3 Punkte in Abstiegsrang. Wir sind immer noch in Abstiegsrang, wir haben nur 10 Spieler. Ja. Es ist eine schwere Situation für uns, aber noch einmal, wir sind bereit, auch für das nächste Spiel zu Hause 3 Punkte zu haben und die Liga zu halten. Zu Kiel noch einmal. Es ist eine gute Mannschaft, ich bin eine gute Mannschaft, ganz ehrlich. Heute bin ich aber gewonnen, ich bin noch einmal meine Mannschaft und zu Kiel. Alles Gute und zu Kiel. Ja, wir haben in der ersten Halbzeit ein schlechtes Spiel gemacht, überhaupt keine Frage. Nach dem fast einzigen guten Angriff, den wir hatten, den Sido aus dem Rückraum mit links dann auch vernünftig abschließt, aber das Tor nicht trifft. Danach war vieles Stückwerk. Wir haben es nicht geschafft, uns annähernd an den gegnerischen 16er so zu kombinieren, dass es gefährlich wird. Wir haben hinten im Spiel 1 gegen 1 gegen Breitkreuz und zu guter Pasu lange Zeit nicht gut ausgesehen, haben dann gemerkt, woran es auch dann bei uns fehlt. Wenn der Ball an die Latte geht, dann ist halt der Gegner wacher und entschlossener und drückt den Ball über die Linie. Wir hätten genauso die Möglichkeit gehabt, den Ball da von der Latte zurückspringend wegzuschlagen. Haben wir in der zweiten Halbzeit das Spiel ein Stück weit umgestellt, indem wir dann doch eher den Langball gewählt haben. Auch das war dann nicht unbedingt von Erfolg gekrönt, weil wir schlecht auf die zweiten Bälle gespielt haben, weil wir zweite Bälle im 1 gegen 1 dann nicht für uns entscheidend holen konnten. Und dann haben wir in den letzten, oder nach dem Anschlusstreffer von Manuel Janser, haben wir dann nochmal am Punkt geschnuppert. Aber was Sieler hat es gerade gesagt, vorher hätte das Spiel auch, das Spiel schon entschieden sein können, wo Robin Zehnder zweimal im 1 gegen 1 sehr gut hält. Solche Situationen bleiben dann nicht aus, wenn du einen Tick mehr hinten aufmachst. Und trotzdem kann man solche Situationen anders verteidigen. Und von daher muss man einfach feststellen, dass wir momentan, was die Leichtigkeit bei eigenem Ballbesitz anbetrifft, schon ein Tick weit neben der Spur sind und wir uns ganz einfach dann an die eigene Nase fassen müssen und schauen, dass wir andere Komponente, die jetzt da in der Situation, wo wir sind, das heißt Zweikämpfe annehmen, nachschieben, Anschluss laufen, die klaren Bälle spielen, die Hacke weglassen, dass die jetzt für uns nochmal viel, viel wichtiger und viel, viel entscheidender sein werden in den nächsten Spielen, um die erforderlichen Punkte zu holen, die wir noch brauchen.